Herzlich willkommen zu Let's Play Star Wars The Old Republic mit mir Commander Peace und ja, ich bin wieder auf Markep zurück. Das ist Arik Jorum übrigens, ne? Arik haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich wollte jetzt noch die Teilmission 2 zu Ende machen, beziehungsweise überhaupt anfangen, ich weiß es gar nicht. Geiselrettung kenne ich noch nicht. Achso, ich muss immer einzeln, ah verdammt, ich wollte jetzt gleich alle drei annehmen, aber ich vergaß, man muss die ja einzeln machen. Bitte wählen Sie eine verfügbare und dann müssen wir jetzt noch drei so eine Teils-2-Mission machen, damit wir diese Massen-Exodus-Mission abschließen, womit wir dann die einfache Ausrüstung von dem Soldaten kriegen. Beziehungsweise das Ausrüstung ist ja nicht bei, sondern einfach nur 20 einfache Münzen. Einfache Auszeichnung, oder glaube ich. Okay, das hätten wir jetzt schon. Ist das? Teil 2? Ach, da sollen wir hin. Ich schalte erstmal diesen doofen Freireisepunkt. Den Zugriffspunkt schalte ich erstmal frei. Freireisepunkt? Schon wieder ein bisschen später, ja. Man sieht es, ist 0 Uhr. Morgen muss ich aber erst 15 Uhr anfangen zu arbeiten, deswegen kann ich erstmal kurz aufnehmen und dann möglichst anschließend auch rendern und vielleicht schon morgen vor der Arbeit immer hochladen. Ich weiß es nicht genau. Ach, hier ist diese blöde Mission. Auf der imperialen Seite gibt es eine Teil-2-Mission, da muss man hier irgendwie so eine Erdbeben auslösen bei diesen Energiequellen. Muss man mehrere Energiequellen aktivieren. Und wenn dann ein Erdbeben ist, quasi der Bildschirm so ruckelt, dann muss man hier zu diesen ganzen Türen rennen und irgendwelche Zivilisten da befreien oder zumindest die Türen öffnen. Und das hat bei mir immer irgendwie nicht gleich geklappt. Ich musste irgendwie sehr oft so eine Teile, also diese Energiequellen aktivieren. Geiselrettung. Nicht, dass ich das hier auch machen muss. Hier soll ich, glaube ich, nur die Gleiter anklicken. Zumindest auf imperialer Seite. Die Quest hier gefiel mir nicht. Gucken, was ich hier machen muss. Ich hoffe mal, dass ich nur diese Gleiter da reparieren soll. Da hinten war doch eigentlich auch einer, aber der wäre doch gar nicht blau. Nee. Wahrscheinlich war hier schon jemand. Ja, ich sehe auch noch Schluck auf. Da hinten ist noch ein Gleiter. Oh, fuck, Gegner. Hoppla. Gefährte will ich natürlich Treak mitnehmen. Ach, muss ich mit N machen. Denn Arik ist da nicht so gut ausgerüstet. Jawohl. Oh, was, jetzt habe ich Akku. Was soll denn das? Ja genau, schubst mich in die nächste Gruppe rein. Da stehe ich wieder hier hin. Jetzt geht mal schließen das Fenster. Nix da. So ist richtig, Treak. Mach ihn fertig. Oh, sag mal. Der Hinderungsschuss, der kam ein bisschen später als meine Unterbrechung. Zuerst muss ja der Schuss kommen und dann muss der Schuss hier die Unterbrechung machen und nicht zuerst die Unterbrechung, dann der Schuss. Ich habe das Gefühl, dass meine Performance irgendwie schlechter geworden ist. Mit jedem Update wird Star Wars schlechter bei mir. So, wollen wir es schon reparieren? Ich glaube nicht. Ich sehe hier keine anderen Leute. Wobei, so eine Quest sollte man wirklich in Gruppen machen. Ich glaube, da müssten die Raumschiffe dann auch für die Gruppe zählen und nicht jeder einzeln anklicken. Da ist auch noch ein Raumschiff. Ein Raumschiff. Ein Gleiter. Raumschiff-Mission gibt es ja auch bald. Es gibt irgendwie so ein Raumschiff-PvP. Ich bin echt gespannt, wie das dann aussehen soll. Das war ab dem 2. November, kann man das, glaube ich, schon. Oder bis zum 2. November muss man, glaube ich, sich ein Abo holen, damit man das dann umsonst bekommt, irgendwie so ein Raumschiff. Beziehungsweise, dass man es schon früher spielen kann. Ich habe sowieso nochmal wieder vor, mir ein Abo zu holen. Denn ich habe am, wann war das? 29. November bis 7. Dezember habe ich, glaube ich, frei. Das sind zwar bloß 8 Tage, aber da wird sich, glaube ich, Abo schon lohnen. Wenn ich da so ein bisschen Flashpoints mache und jeden Tag eine OP. Das könnte hart werden, naja, aber. Was muss, das muss.
Aber gucken, vielleicht mache ich ja was anderes. Vielleicht fahre ich in Urlaub. Aha. Mann, Mann, Mann. Das sind noch irgendwo Gleiter, da ist noch einer. Mit dieser Erdbeben-Queste habe ich mich auf der imperialen Seite wirklich stundenlang beschäftigt. Da bin ich wirklich hier mehrmals auch um diesen Häuserblock rumgelaufen und habe dann diese Teile aktiviert, diese Energiequellen. Und dann irgendwann, wenn man genug Energiequellen hatte, ich weiß nicht, zwei, drei am Stück, wenn man alle Gegner getötet hat, man kam dann wieder an den Dingern vorbei, dann hat es ein Erdbeben gegeben, warum auch immer. Also man muss da mehrere so Energiequellen da aktivieren, die hier stehen, und irgendwie hat es bei mir immer nicht gleich gereicht, beziehungsweise ich hatte Pech, ich weiß es nicht. Und dann, wenn da mal ein Erdbeben war, hat man auch nur ein oder maximal zwei Türen geschafft. Man muss, glaube ich, drei schaffen. Das war wirklich eine Wochenaufgabe für mich. Wo sind jetzt diese Teil 2 Missionen? Oh, Kacke, jetzt muss ich da hinten hin. Das schneide ich mal raus. Ich möchte möglichst viele Teilmissionen in diese Folge reinbekommen. Ich sehe gerade, ich muss noch ein paar Gegner töten. Denn wenn ich aus diesem Bereich rausfliege, dann ist die Quest ab, kann ich die Quest nicht abschließen, weil die Gegner, die zählen da hinten nicht mehr, wo ich hin muss, zu dieser Teilquest. Zu der Teilmission. Alter, wie schnell schießen die denn? Vier noch. Ja, nämlich die Gruppe da. Scheiß Bäume, haut ab. Oh, das sind noch mehr Bäume. Überall Bäume hier. Zack. Oh yeah. Gibt es jetzt hier noch eine weitere Quest? Ne, ich glaube, es war der Abschluss der Quest. Das ist gut. Rauf auf meinen Town-Town. Und dann ab zu den Teilmissionen. Dann gibt es auch Panzer. Die gibt es normalerweise, habe ich. Also die Panzer, die habe ich auch mal gesehen in. Na, wie hieß sie? Denova HC. Ja, gut, muss nicht HC sein. In Denova gibt es auch diese Panzer. Das sind das richtige Endgegner. Da muss man immer irgendwie auf die Seite rausspringen, in den Tank, den Panzer dann hier malträtieren. Wie viel Leben hatten der hier? Ach, das könnte man eigentlich machen. Weil die droppen ja auch was Schönes. Hallo? Wieso will er das jetzt nicht? Wie, nicht sichtbar? Bitte was? Was war denn das für ein Blödsinn mit nicht sichtbar? Okay, also mit meinem Equip ist er mittlerweile kein Problem. Aber ich glaube, die sind auch so nicht so doll. Lass mal gucken, was die droppen. Okay, das ist nichts. Aber zumindest kann man sie plündern. Machst du das? Ja. Sehr brav. Hat er das jetzt nicht gemacht? Was ist denn los hier? Inventar schon wieder voll? Nee. Oh, soll ich das jetzt selber plündern? Hallo. Und ich weiß nicht, wie ich selber plündern kann. Normalerweise war ja immer einmal drücken, selber plündern und zweimal Gefährt oder so. Bei mir regt das gar nicht. Nehme ich den Panzer auch noch auseinander? Lohnt sich eigentlich gar nicht. Zumindest kriegt man Turadium. Wieso habe ich jetzt eigentlich zweimal... Hä? Zweimal zwei habe ich bekommen? Wieso das denn? War das jetzt buggy oder so? Sehr merkwürdig. Moment, zerstöre die Schwebepanzer und scanne... Zerstöre und scanne Schwebepanzer-Sensoranlagen. Ups. Wie schnell spawnt denn der? Kann man ja auch Geld farmen. So, jetzt gehe ich mal lieber weg hier. Ziel nicht sichtbar. Aha. Was ist Streak jetzt da am Kämpfen oder was? Oh, nee, ne? Kam denn der Gegner daher? Bams. Ah, Mann.
So ein Scheiß hier. Gefährten kotzen mich an. Warum muss er hier stehen bleiben? So, erstmal Heldenmoment. Granate werfen. Mach ich auch mal einen Flammenwerfer. Zack, zack, zack. Dann hier Macht würgen. Was, der lebt noch? So, einerseits plündern und dann sollten wir hier irgendwas... Müsste eigentlich hier oben bei sein, dann für Missionen. Na, oder auch nicht. Das wollte ich jetzt gucken. Ich wollte im Missionsinventar gucken, weil da bestimmt irgendein Gegenstand ist, den ich jetzt gerade brauche. Gesichertes Kommen. Hä, was soll ich denn hier scannen? Ich soll doch die Panzer zerstören und dann scannen. Scanne Schwebepanzer-Sensoranlagen. Und wie kann man die scannen? Oh, was ist los? Sind die Sensoranlagen hier hinten dran? Ich muss den jetzt nochmal töten. Oh, von hinten kann man den nicht angreifen. Super. Nicht sichtbar. Das ist ein bisschen doof gemacht, aber hey. Okay, ich werde jetzt diese ganze Folge nur mit diesem Panzer verbringen. Sensoranlagen. Wie soll das denn funktionieren? Was für Sensoranlagen? Kann man den auch einfrieren? Nee, das klappt nicht. Okay, VIP, Lounge, Handgelenksband, ja. Ne, also irgendwas mache ich hier total verkehrt. Ich glaube, ich muss mir mal kurz durchlesen, was ich da genau machen soll. Also, da steht zwar zerstöre die, zerstöre und scanne Schwebepanzer-Sensoranlagen. Schwebepanzer sind das ja. Gibt es ja noch Schwebepanzer-Sensoranlagen? Vielleicht soll ich einfach nur beide töten, ich weiß es nicht. Man kann es ja mal versuchen. Ah, da wurde nichts angezeigt von Sensoranlagen. Vielleicht kann ich hier nebenbei noch lesen. Und die Questbeschreibung, die müsste... Wenn ich jetzt wüsste, wie die Quest hieß. Ach ja, die Geiserrettung. Also man soll die Schwebepanzer in diesen Bereichen, die markiert sind, das habe ich getan, die soll man töten. Vielleicht sollen die beide gleichzeitig tot sein. Hm. Oh, das ist auch so eine tolle Quest, wo man hier wieder rumspackt. Ach, jetzt kann ich ihn angreifen, ja? Ist ja interessant. Also auf jeden Fall werde ich das jetzt nicht aufnehmen. Das kann uns wieder stundenlang dauern, glaube ich. Ich mache jetzt hier mal einen kleinen Schnitt. So, weiter geht's auf Markep. Ich habe mal kurz, wie hieß der Planet? Oricon, genau. Ich habe Oricon gerade gemacht. Bis auf die H2 habe ich alles mit PCP-Fan gemacht. Er hat dann quasi nur Heiler gemacht, weil er dann noch keinen Schaden macht. Aber ist gut zum Leveln. Ich glaube, wie viele Level hat er? Ein Level auf jeden Fall gemacht. Und ich habe ein bisschen Geld dazu bekommen. Oha. Und PCP-Fan hat mir auch ein paar Sachen gegeben. Unter anderem, was war es? Naja, ach, siehst du, genau, hier. Hier ist dieses Teil da, was ich benutzen soll. Das Notfall-Reparatur-Set. Das habe ich vorhin nicht gesehen, weil ich diesen erst geplündert hatte. Und dann war es ausgegraut. Aber komischerweise kann ich jetzt trotzdem plündern. Na, egal. Zumindest kann ich so jetzt die beiden Panzer töten. Zumindest habe ich vom PCLP-Fan eine Menge Kohle bekommen. Im Wert von, ich glaube, 200.000, 300.000 Credits hat er mir bestimmt gegeben, ja. Und dann noch ein Treuhand-Transfer-Kontoschip für 600.000 Credits. Den hat er im Auktionshaus für 140.000 gekauft.
Dabei habe ich noch nicht mal was auf dem Treuhandkonto. Ich bin doch arm. Wie viel habe ich nur auf dem Treuhandkonto? 177.000. Muss ich ein bisschen weiter leveln und weiter Geld farmen, dass ich das wieder runterholen kann. Beziehungsweise ich werde mir sowieso bald wieder ein Abo holen. Wahrscheinlich werde ich das dann mit meinen Ferien verbinden, dass ich dann ein bisschen mehr Zeit wieder habe. Zum Zocken. Ne, Moment, Moment. Nein, nein. Scheiße, jetzt habe ich... fuck. Jetzt kann ich das nicht mehr machen. Scheiße. Oder hätte ich das trotzdem noch machen können? Wenn ich da ganz dicht dran gehe? Nein, ich muss es auswählen. Scheiße. Jetzt muss ich den wieder kaputt hauen. Eine Scheiße ist das hier mit den Panzern. Jetzt habe ich eben gerade noch eine Doku geguckt über Billiglohn in Mercedes-Benz-Fabriken. Beziehungsweise Daimler Chrysler. Auch sehr interessant. Verdienen irgendwie 8 noch was die Stunde, 8,40. Bisschen noch einen Euro mehr als ich bei der Telekom. Beziehungsweise für ein Unternehmen, was für die Telekom arbeitet. So, siehst du, ich muss jetzt... Nein, das habe ich schon geplündert. Scheiße. Das meine ich damit. Wenn man erst plündert, dann ist das hier ausgegraut. Oh, ich bin so dämlich. Jetzt reicht's aber hier. Letztes Mal. Diese H2-Mission... diese sind keine H2. Diese Teilmissionen zweiten Grades, beziehungsweise auch dieses ersten Grades, die sind sowas von nervig hier auf Markup. Und ich muss überhaupt sagen, auf Markup die ganzen Quests... Ja, schieß mich weg. Ups, das war die falsche Taste. Soll ich mal hier Granate werfen, Flammenwerfer aktivieren? War denn überhaupt auf der Hand drauf? Jetzt ist hier weg mit Flammenwerfer. So, das andere Vieh ist auch kaputt. Jetzt bitte. Genau. Oh. Diesmal habe ich dran gedacht. So, einsammeln und plündern. Das ist ja albern. Wenn man eine falsche Reihenfolge macht, dann kann man das Teil nicht anwählen und dann geht's nicht. Super. Auf jeden Fall sind diese Panzer echt nervig. Befreie die Avestas. Hatte ich diese Teilquest schon mal gemacht? Das kommt mir irgendwie bekannt vor, aber ich glaube, das habe ich mit einem anderen Charakter dann gemacht. Hier, was sind hier denn? Hier Bäume gepflanzt. Und jetzt sollen wir sie wieder kontaktieren über das... Ausgezeichneter Missionserfolg. Wir haben die Söldner in die Defensive gedrängt. Aha. Jetzt müssen wir nur noch den Sieg sichern. Das ist schön. Die Koordinaten für eine Spezialmission. Begebt euch schnellstens dorthin. Ja, okay. Jetzt weiß ich gar nicht... Wo kommen wir eigentlich her? Avestas Plantage ist, glaube ich, der Startort von der Republik. Kenne ich mich gar nicht aus. Ich bin nicht sehr oft auf Markup, weil die Quests, die sind hier, die ziehen sich auch ewig hin. Es ist kein schöner Planet. Also gut anzusehen ist er ja, aber es ist irgendwie, ich finde, Oricon finde ich geiler. Geht auch schneller, um Geld zu farmen. Hier gibt es halt viel zu viele Quests. Was mache ich jetzt? Von Tür zu Tür? Mache ich gleich die? Ich weiß es nicht. Sichere einen Schlitten beim Schrottplatz. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ich wünsche Ihnen einen sicheren und in dem Gebiet war ich schon mal. Ich könnte wetten, dass ich die Quest schon mal gesehen habe. Achso, das ist die Quest. Sichere einen Schlitten beim Schrottplatz. Okay, dann fliege ich da erstmal hin. Einen kleinen Augenblick. Ich will das Ganze natürlich offline für euch machen, damit ihr euch dieses ganze blödsinnige Hin- und Hergelaufe nicht antun müsst. So, da wären wir angekommen. Ein republikanischer Scout. Soll ich mit dem reden oder wie? Hallo? Was soll ich jetzt machen? Kann ich irgendwas machen, gesichertes Kommen? Nee. Nicht wirklich. Ich stecke am besten mal ab. Hä, wo ist denn hier ein Gleiter? Muss ich mir jetzt jedes Mal die Quests durchlesen? Sichere einen Schlitten beim Schrottplatz. Hoppla. Gibt es hier irgendwo einen Schrottplatz?
Ist natürlich toll, dass sie nur diesen Typen hier markieren. Aber nicht die Schlitten, die man sich schnappen könnte. Und wo ist hier ein Schrottplatz? Markiert ist ja hier auch nicht so eine Karte. Oh, ich sehe schon wieder, dass es ewig dauert. Die Quests auf Markaps, die sind nervig gemacht. Also die, ich weiß nicht, haben sie so ein bisschen hingeschissen, habe ich langsam das Gefühl. Bei einigen Quests. Wenn ich so an diese Erdbeben-Quest denke, und jetzt auch diese Schlitten, was für Schlitten, verdammt. Der Typ ist immer noch da. Ist natürlich auch clever, dass sie nur demarkiert haben, von Tür zu Tür. Sichere einen Schlitten beim Schrottplatz. Jetzt muss ich mir mal durchlesen, was da genau steht. So, ich habe es gefunden. Hier stehen überall Gleiter rum. Das ist hier dieses kleine Ding. Ich habe das überhaupt nicht gesehen, weil das in dem Missionskreis mit drin ist, wo ich die Bonus habe mit den 40 Gegnern. Also schnappe ich mir erstmal so einen Gleiter da. Oha, soll ich den jetzt nach Hause... Oh Gott. Und lässt mich raten, die können mich auch runterschießen. Fahre ich da lang? Ja, die können mich doch bestimmt auch runterschießen hier. Zum Glück habe ich den Weg hier so ein bisschen frei gemacht. Ich habe hier alles kaputt gekloppt. Das sollte mir denn jetzt zum Vorteil verhelfen. Fahr schneller, Mann, ist der langsam hier. Ich habe doch gleich eine... Okay, da stehen welche, das ist doof. Ich versuche einfach mal durchzukommen. Ich hoffe, dass sie mich nicht runterschießen können oder irgendwie. Natürlich können die mich runterschießen. Wollt ihr mich verarschen? Oh nee, ne? Jetzt soll ich das normal machen. Das ist ja ekelhaft hier, die Quest. Ich meine, nett, dass sie mal was anderes machen. Aber so eine ähnliche Quest, die gab es auch beim Gree-Event. Nicht beim Gree-Event, beim Akquise-Rennen. Das war das dritte Event. Das erste war das... Das Rakku-Event, glaube ich. Oder was ist das zweite? Ich weiß es nicht. Also zumindest ist es schon eine Weile her. Und ich hoffe ja immer noch, dass das Event auch nochmal wiederkommt. Das Rakku-Event sollte ja auch mal wiederkommen, war ja so im Umlauf. Aber irgendwie, naja. Gute Nacht. Jetzt sind wir ganz allein. Jetzt muss ich ja wieder extra... Oh nee, jetzt muss ich den ganzen Weg wieder da hinten hin. Nein, verdammt. Kacke. Wo fährt man denn hier am dümmsten lang? Es sind doch überall Gegner. Oder muss man hinten auf der anderen Seite... Nee, kann man ja auch nicht raus. Okay, jetzt habe ich die Gegner getötet. Jetzt muss ich mich beeilen. Beides gut gesagt mit so einer Schnecke als Gleiter hier. Oh, fuck. Oh, nee. Da ist eine Gruppe gespawnt. Verpisst euch, verpisst euch. Was, die sind auch wieder da? Ach, nee, das war ein anderer. Oh, nein. Wie soll ich denn da vorbei... Nein, wie soll ich denn da vorbeikommen? Scheiße. Na, zum Glück ist der hier überhaupt nicht langsam. Ja, gut, einige... Zum Glück bin ich 55, weil wenn ich jetzt hier mit 50 diese Quest machen würde, die würde mich runterhauen. Ja, hier hast du den Gleiter, du blöden Mann. Wow, was für eine Quest, ey. Sichere einen Schlitten bei der Werft. Ach, jetzt haben wir beim Schrottplatz eingesichert und... Wie bei der Werft? Wo ist die Werft? Der war doch eben auch noch da. Warte, jetzt will er noch einen Schlitten haben, ist der dumm? Boah, diese Quest ist ja richtig toll. Was hat denn hier so rumgeschmatzt? Das ist, wenn das Vieh läuft. Ne, jetzt nicht mehr. Hä? Oh Gott. Okay, die hau ich mal lieber alle weg hier, ne? Warte mal, was ist denn hier heute mit der Performance los? War auch schon mal flüssiger.
Oh, das kann nicht sein. Die eine Arena-Folge, da habe ich sogar eine Folge hochgeladen und trotzdem aufgenommen. Die war flüssiger als jetzt gerade. Und meine Festplatte kann es auch nicht liegen, da ich jetzt da ein bisschen aufgeräumt habe. Ich habe dann einige alte Aufnahmen gelöscht, die ungefähr fast ein halbes Terabyte weggenommen haben. Weil wenn ich die Folgen nicht rendere, dann sind die sau riesig. Weil ich eine Auflösung, was für eine Auflösung spielt ich nochmal in 1600x900? Das ist also eine Folge, wenn ich die aufnehme, ich weiß nicht, 30 GB oder so? 20 GB? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall riesig. Inventar ist auch wieder voll. Sehr schön. Willkommen auf unserem Markt, potenzieller Kunde. Verkaufen. Aber jetzt haben wir gleich wieder ein bisschen Credits. Auch nicht schlecht. Wir hoffen, dass unser Inventar Ihren Wünschen gerecht wird. Grün, grün. Vielen Dank für und das reicht. Dann habe ich noch ein paar Ruftrophäen gesehen. Da ist eine. Da ist auch noch eine. Ja, immer weitermachen hier. Ja. Und die haue ich schon mal weg, falls ich damit im Gleiter wieder vorbeifahren muss. Aber ich weiß ehrlich nicht. Weil vorher stand der Schrottplatz und jetzt ist es die gleiche. Nee, vorher war es glaube ich hier. Aha, ist also doch nicht die gleiche Stelle mit den Gleitern, sondern es ist 50 Meter weiter. Da muss ich die Gruppe auch noch weghauen. So, und den kleinen Astromech-Druiden auch noch weghauen. Das Geschütz zur Sicherheit auch. Oh, kacke, ey, so viele Gegner. So, wo stehen die Gleiter? Aha. Wow, das ist echt eine innovative Folge. Beziehungsweise die Quest an sich, die Mission. Ich kann nichts dafür, ich nehme das nur auf. Und eine Kiste kommt auch noch, ja? Nicht, dass ich die noch vergesse, das wäre skandalös. So, jetzt rauf auf den Scheißgleiter. Oh, die Gleiter sind noch echt. Dann fahre ich mal hier lang, um abzukürzen. Brumm, brumm, yeah. Hoffentlich ist die Gruppe ist noch nicht da. Sehr schön. Habe ich schon zweimal getötet? Ich glaube nur einmal. Könnten jederzeit wieder spawnen. Hoffentlich war es das letzte Mal. Ey, diese Teilquests, ne? Teilmission, leck mich im Arsch. Sichere Einstellung vom Landeplatz. Ja, richtig. Wo ist denn jetzt der Landeplatz? Oh Gott. Das pisst mich so an, ich muss jetzt erstmal eine Kiste öffnen. Was war drin? Mandalore, Bewahrer, Gürtel und seltene Munition als Ruftrophäe. Und der Rest war eigentlich nur wieder Blödsinn. Da sind Gleiter. Moment, warte mal, ich muss die Gruppe weghauen hier. Stand da nicht auch eine Gruppe? Ne, der Rest ist jetzt frei. So, jetzt erstmal Heldenmoment aktivieren. Ich muss mich beeilen. Nicht, dass die andere Gruppe wieder spawnt. Schneller, 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 stirb. Flammenwerfer. Oh, oh, aber Loot muss immer sein. So, dann nehme ich gleich den hier. Hier sind ja auch bloß vier Gleiter. Habe ich ja nur vier Versuche. Wenn ich viermal runtergehauen werde, dann ist die Mission... Was ist denn jetzt passiert? Was war denn das jetzt? Noch. Oh. Ich will das jetzt gar nicht herausfinden, ob ich wirklich nur vier Versuche habe. Aber was war das denn jetzt gerade? Bin ich hier in dieser Spalte hängen geblieben? Ich habe doch gar nichts gemacht. Die Person, die diese Quest erfunden hat, ne? Ich weiß gar nicht, was man mit dieser Person machen sollte. Achso, nee, da, der Gleiter kommt wieder. Was denn nun schon wieder? Oh nein!
Oh, ich hasse das Spiel. Ich nehme den Gleiter jetzt noch, und wenn das jetzt auch nicht klappt, dann weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall wieder super buggy hier. Ich mache gar nichts. Okay, das scheint vielleicht durchs Heldenmoment zu sein. Ich breche das Heldenmoment mal ab. Ich muss jetzt durchs Heldenmoment. Ich habe keine Ahnung. Zumindest war die Musik an und ich habe Heilung erhalten. Und dann ist er mir abgestiegen. Ich weiß nicht, ob es daran lag. Also Heldenmoment habe ich jetzt deaktiviert. Wenn ich jetzt auch vom Gleiter runterfliege, dann weiß ich auch nicht. So, Tree kann nochmal zu Ende plündern und rauf da. Und jetzt dürfte ich im Prinzip nicht von diesem scheiß Gleiter runterfallen. Oh, ich bin so gut. Aber es ist einfach nur fabelhaft, wie viele Bugs Star Wars hat, wenn sich irgendwie Heldenmoment in jetzt in die Gruppen wäre. Nein. Komme ich hier vorbei? Wahrscheinlich auch nicht. Oder doch? Da sind ja auch Gegner hier. Oh, kann ich mich nicht erschießen oder sowas? Ich mache mal hier eine kleine Pause. So, da bin ich wieder. Ich habe mir jetzt nochmal so einen Gleiter geholt. Den Weg habe ich auch schon frei gemacht. Alle Gegner getötet. Die hier vorne aber nicht. Die waren noch nicht da. Ich hoffe, dass das auch so bleibt. Wie die spawnen jetzt. So, und man sieht schon, es ruckelt hier leicht. Also ich weiß nicht. Irgendwas ist hier verkehrt. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich meinen Bildschirm verschoben habe, weil ich spiele ja nicht im Fullscreen, sondern im Bildschirmmodus. Moment, wo soll ich denn jetzt hinfahren? Sichere ein... Oha. Mein Weg ist weiter geworden. Gut, aber ich sehe nichts Rotes. Sollte ein gutes Zeichen sein. Zu dem Typen soll ich, oder? Yay. So, und das war's jetzt, oder? Waffenkammer. Oh nein, ey, ihr blöden Wichser. Die Markup-Quests sind einfach toll. Hoppla, mein Gefährt ist weg. Ich habe ihn gerade auf Verkaufen geschickt, weil mein Inventar wieder voll war, aber... Naja. Jetzt macht er mal den Angriff. So, dann holen wir ihn mal wieder. Das kann ich auch gerade nicht wiederholen, weil, Buggy oder was? Musste ich erst einen anderen Gefährten holen, damit ich ihn holen kann. Das ist auch toll. Von der Waffenkammer soll man Gleiter holen. Ich gucke mal, ob ich die Gleiter schon sehe. Also von hier sehe ich noch keine Gleiter. Wobei hier auch welche stehen. Ich könnte wetten, dass ich die dann nachher auch noch machen muss. Wenn ich das auch noch machen muss, ich weiß nicht. Ich glaube, dafür habe ich nicht die Nerven. Haut ab. Wobei, ich muss den Weg eh frei machen. Oh, scheiße, ruckelt das. Irgendwas ist hier verkehrt. Und es kann sein, dass es jetzt, dass ich in der falschen Fenstergröße spiele. Also wenn ihr es jetzt sehr aufmerksam das Video beobachtet, dann kann es sein, dass oben vielleicht eine 1-2 Pixel breite schwarze Zeile ist, weil ich mein Bildschirm habe ich so ein bisschen verschoben. Das kann sein, dass ich was mit der Auflösung verändert habe. Obwohl ich das leider nicht machen wollte. Würde auch erklären, warum da mein Fraps rumspinnt, beziehungsweise die Frames per Second irgendwie immer... Wobei, die laufen stabil. Das ist eigentlich das Spiel, was leckt. Das müsste am Spiel liegen. Oder vielleicht am Rechner, aber ich glaube nicht, dass es am Rechner liegt. Ich habe nichts geändert. Und an der Telekom kann es auch nicht liegen. Wir sind Kabel-Deutschland-Kunde. Wobei man mal sagen muss, ich bin froh, Kabel-Deutschland-Kunde zu sein, was ich da auf Arbeit so erlebt habe, was die Leute für Probleme haben. Aber man hört ja auch, also ich höre auch nur von den Leuten, die Probleme haben, weil wir in der Störungshotline sind. Wir sind ja nicht die, wir sind nicht die Hotline für Kundenlob oder sonst wie was, sondern das ist ja wirklich Beschwerde. Und wer bei uns anruft, der hat ein Problem. Und da sind halt die Probleme immer sehr problematisch. Ja, da haben wir bis jetzt selten welche gehabt, die sich irgendwie bedankt haben oder einfach nur angerufen haben, weil sie Telekom toll finden, irgendwelche Telekom-Fanboys. Gibt's aber auch ab und zu mal. Da rufen wirklich Leute an. Danke, ich bin sehr zufrieden mit ihnen und bla und bla. Da habe ich auch gedacht, ja, okay. Schnellabschluss. Wir müssen ja auch bei uns immer die Ticket,
Also für jede Störung, die gemeldet wird, gibt es dann ein Ticket. Und die Tickets sollen wir so schnell wie möglich bearbeiten. Also am besten ein Ticket 9,8 Minuten im Durchschnitt. Also für jeden Anruf, den wir reinbekommen, dürfen wir bloß maximal so 10 Minuten, ne? Sollte es im Schnitt sein. So, wo komme ich denn jetzt hier am besten? Ja, das ist doch hier. Ja, das war einfach. Jetzt ist es leise. Wenn ich jetzt fahre, dann ist hier so ein. Achso, das war schon abgeschlossen. Oh. Ich habe jetzt nämlich gerade schon Schiss bekommen, dass ich das nochmal machen muss. Wegen Bugs. Hä? Hört ihr dieses. Das, dieses Geräusch auch? Das hört sich an, als ob man da irgendwie so diese. Dieses Brausepulver im Mund hätte, was da so rumknastert. Und ich glaube, das ist nicht so vorgesehen. Oder ist es meine Rüstung, die so irgendwie diesen. Dass sich da irgendwas bei meiner Rüstung bewegt, wenn ich laufe? Aber ich habe doch kein Kettenhemd an, was soll denn das? Ich habe keine Ahnung, was es ist. Wer es weiß, der kann es in die Kommentare schreiben. Vielleicht habe ich mir auch einfach bloß in die Hose gekackt. Ja, aber auf dem Gleiter ist es genauso. Wenn ich mit dem mich bewege. Hier ist es weg. Soundbugs oder wie? Oh Gott. Oder nur ich höre das und das ist mein Headset, dass ich da irgendwie einen Kabelbruch drin habe. Das könnte natürlich auch sein. Wie, wo war's? Oh nein, nein, jetzt habe ich wieder aufgepasst. Jetzt muss ich wieder zu einem anderen Typen fahren. Oh bitte. Lass es jetzt den letzten sein. Ich möchte jetzt nicht noch einen Gleiter klauen. Das wird mir echt auf den Sack gehen. Ich möchte keine ganze Folge mit Gleiter klauen machen. Das ist ein bisschen langweilig. Ich sollte eventuell auch PvP machen, aber da habe ich erstmal keine Kriegsgebiete mehr. Und Abonnenten sind auch gerade keine online, mit denen ich mich listen könnte. So, und jetzt haben wir hier Teil 2, Teil 2. Oha. Ey, ich soll jetzt nicht die ganzen Dinger zerstören. Ich bin total überfordert. Was soll ich denn jetzt machen? Ja, okay, dann erstmal rauf auf Soundhound und dann dahin. Und wieder sind Gegner im Weg. Und durchreiten, ja. Man könnte einfach versuchen durchzureiten, aber seitdem ich auf Oricon so viel unterwegs war, nehme ich die Gegnergruppen lieber mit. Zumindest bei 55er. Wobei, waren das eben überhaupt 55er? Ne, es sind 51er, alles klar. Hätte ich durchreiten können. Zack und nochmal zack. Ja, zumindest habe ich vorhin eine Doku gesehen über Mindestlohnangestellte. Oder ja, ist es Mindestlohn eigentlich? Ja. Zeit- und Leiharbeiter in großen Firmen mit Rang und Namen. Da haben sie aufgedeckt, dass dann irgendwie Zeitarbeiter die gleichen Tätigkeiten gemacht haben wie Festangestellte bei Daimler Chrysler. Und die Festangestellten, die haben dann irgendwie wohl 3000 noch was bekommen und die Leiharbeiter nur 1000 Euro. Sehr geil. Sehr geil im Anführungsstrich natürlich. Und ich verdiene auch nicht sehr viel. Ich kriege auch nur 47 die Stunde und arbeite für die Telekom, aber für ein anderes Unternehmen, also so ein Subunternehmen. Dann denke ich mir auch so, wenn die andere Firma auch noch davon leben kann, dann muss ja schon ziemlich viel Geld hinterstecken, was da irgendwie versumpft. Und da konnte ich auch viele Parallelen draus schließen, weil da gab es auch dann Zeitarbeiter, die mussten dann noch zum Arbeitsamt gehen, beziehungsweise zum Sozialamt und dann nebenbei noch aufstocken mit Hartz IV. Hört doch mal auf, hier die Kamera, Mann. Jedes Mal dem hier die Kamera. Und bei uns in der Firma, da haben wir auch sehr viele teils alleinerziehende Mütter oder überhaupt so junge Familien. Aber die meisten waren, glaube ich, alleinstehend oder beziehungsweise getrennt leben von ihren Partnern. Und die ganzen Mütter, die arbeiten halt vormittags telefonieren, deswegen habe ich auch meistens diese Nachtschichten beziehungsweise Spätschichten, Nachmittagsspätschicht. So, und den auch noch.
Knöpfchen drücken. Ja, okay, das geht jetzt einigermaßen schnell. Wenn ich bloß die Haustürklingel machen musste. Auch wenn ich jetzt nicht genau gesehen habe, wo ich da Leute befreit habe. Weil da stand ja, glaube ich, gerade... Ich habe welche befreit. Hau doch ab. So, wegschubsen. Einfrieren. Und ich werde gleich mal einen Pausenschnitt machen und gucken, wie lange ich schon aufgenommen habe. Ich könnte wetten, das ist schon wieder ewig hier. Das wird wahrscheinlich wieder so eine Stundenfolge, wobei ich allein eine halbe Stunde wahrscheinlich an dieser Quest gebraucht habe hier. Mit diesem Gleit der Klauen. Hier ist er tot. Toll. Ui, Inventar ist voll. Yay, ich liebe es. Zum Glück habe ich diesen Druiden dabei. Ist fast schon wieder voll. Moment, da, grün verkaufen. Nochmal grün verkaufen. Vielen Dank für Ihren Besuch. Ich dürfte bald wieder 300.000. Ich kann mir fast wie eine Kiste kaufen. Dieses Gebäude scheint leer zu sein. Natürlich sind alle Gebäude leer, bis auf das letzte. Oder das vielleicht sogar? Ne, ich muss alle 8 scannen. Das letzte, im letzten Gebäude sind dann natürlich die Leute drin. Komme ich da rüber? Hoffentlich halten mich nicht fest. Haut ab. Guck mal, hier ist auch noch ein Haus. Scheiß Viecher, haut ab. Moment, was war da? War da eine Kiste? Nee, verguckt. Ich habe schon Halluzinationen. Ich sehe hier irgendwelche... Oh, ist das da hinten. Warum stehen überhaupt Gegner im Weg? Was soll das? Wenn da Gegner stehen, dann sind da bestimmt Menschen drin. Yay! Sind wirklich welche drin? Woher wusste ich das bloß? Sonst wären da ja auch keine Wachen vor. Warum auch immer sie die einsperren. So, jetzt noch die restlichen drei Häuser. Und ich hoffe, das war's dann mit der Quest, weil die geht mir auch auf den Sack. Das sind alles die auf dem Sack geh Quests hier. Scheint leer zu sein. Ja. Und weil da auch wieder eine Gruppe vorsteht, ist in dem letzten Haus wahrscheinlich wieder eine Gruppe von Zivilisten drin. Na, mal gucken. Nö, auch keine drin. Ne, doch. Doch, da waren welche drin. Okay, jetzt soll ich ihn wieder kontaktieren. Das heißt, einfach bloß mein Holo-Ding hier, gesichertes Kommen aktivieren. Quest abgeben und das war's auch schon. Wir haben die Söldner in die Defensive gedrängt. Jetzt müssen wir nur noch den Sieg sichern. Genau. Ich übermittle die Koordinaten für eine Spezialmission. Na nü? Begebt euch schnellstens dorthin. Ein Rake-Welpe. Nein, hau ab! Hilfe! Der holt bestimmt gleich seine Mami. Ich will keine Welpen töten, hau ab. So, mach ich mir die Schnellreise zurück zur Basis da. Verdammt, in welchem Gebiet bin ich gerade? Ich sehe das gerade überhaupt nicht. Wo bin ich hier markiert? Gelb? Na, das muss ich erstmal herausfinden. Oder ich gucke einfach mal danach. Frinn-Tafelberg. So, da bin ich. Abgeben. Mal gucken, was kriegen wir da. Ruftrophäe auf jeden Fall wieder. Ruftrophäen habe ich auch langsam genug. Könnte man auch mal irgendwie so aufnehmen. Yay. In einem Special verarbeiten, verwursten. So, dann muss ich jetzt mal... Sind hier noch weitere Teilmissionen? Nehmen wir einfach mal... Ja, Abhördienst. Thanos zurückerobern. Ich Abhördienst hört sich interessant an. Irgendwie mit Sonden. Mal gucken, was wir da machen müssen. Hauptsache keine Gleiter klauen. Teil 2, da war ich noch nicht, okay. So, weiter geht's. Ich bin da hinten beim republikanischen Außenposten gelandet. Was sind hier Gegner im Weg? Einfach mal durchlaufen, mal gucken, was dann passiert. Was soll ich überhaupt machen? Abhördienst. Erstmal halb durchkommen.
Ah. Ich hoffe, ich muss hier nur irgendwas platzieren. Dass ich irgendwelche Abhörsonden platziere und das alles ist. Aber wahrscheinlich sollte ich mir erstmal wieder die Questbeschreibung durchlesen, weil ich sonst wieder nicht durchblicke, was hier abgeht. Okay, ich habe hier eine Leiche gefunden. Ey, die sind echt schwer zu sehen. Ich renne hier so durch die Gegend, guck, hä, was, wo soll ich hier was machen? Okay, alles klar. Also muss ich nur nach Leichen suchen. Das macht das Ganze schon etwas leichter. Denn ich bin hier schon richtig rumgeirrt, habe die Gegner schon getötet, habe dann im Missionsinventar den Gegenstand gedrückt, um dann zu gucken, ob ich dann irgendwie großflächig was scannen kann, aber nein. Ich muss hier anscheinend nur irgendwelche Gegner, die tot auf dem Boden liegen, finden. Weil in der Beschreibung stand auch, dass hier ein Missionstrupp von uns hergeschickt wurden und dass von denen keine Rückmeldung kam. Deswegen sollen wir jetzt irgendwas Verdächtiges scannen, was auf imperiale Machenschaften sich zurückführen lässt. Liegt der vielleicht im Brunnen drin? Nein, leider nicht. Das muss man hier erstmal finden. Nee, scheiße. Das ist gar nicht mehr so einfach. Einfach über die Mauer rüber. Nein, ich komme noch nicht rüber. Scheiße, erstmal weglaufen. Aggro verlieren ist wichtig. Oh, überall gegen stehen die Gegner rum. Das ist doch nervig. So, Aggro verloren. Jetzt muss ich trotzdem wieder vorbei. Oh, na geil. Ich renne hier den ganzen Platz ab. Einmal hier im Kreis. Sogar hier hinter den Bergen gucke ich in jeder Spalte nach. Und dann sehe ich hier am Mülleimer was zum Einsammeln. Ich dachte, hier war auch eine Leiche, die ich irgendwie scannen muss, aber nein. Was ganz anderes ist hier. Also falls ihr auch die Quest macht wie ich, hier müsst ihr beim zweiten im Mülleimer einfach mal reinschauen. Und jetzt kommen noch weitere Teile. Also da freue ich mich hier jetzt schon drauf. Ich brauche hier für jedes Teil circa 10 Minuten und irre hier rum wie so ein Idiot. Mal gucken, was es jetzt sein könnte. Ach, jetzt muss ich die Gegner wieder loswerden. Nein. Erstmal hier rein. Gegner sind weg, so. Was könnte es wohl diesmal sein? Wenn ich jetzt rüberkommen würde, ohne Gegner zu pullen, wäre nicht schlecht. Och, nee. Ich muss echt an den Gegnern. Die Quests gehen mir jetzt schon auf den Sack. Aber da schneide ich wieder raus, denn ich glaube, die Zeit wird langsam eng in dieser Folge, deswegen mache ich hier einen kleinen Schnitt. Okay, also hier war es ein bisschen einfacher. Hier liegt einfach bloß eine Waffe im Rasen. Das ist ein bisschen offensichtlicher gewesen als diese dumme Dinge in der Mülltonne, dieses Datenpad oder was es drin war. Ich hatte schon ein Problem mit der Leiche, aber jetzt das zweite war echt, ja, es war fies. Besonders weil auf Markup hier alles so hell ist und dann sieht man nicht, wenn da irgendwie was hellblau leuchtet, so ein Missionsgegenstand. Deswegen ist es hier nicht gerade nett. So, zwei muss ich noch machen. Dann mal rauf aufs Town. Scheiße. Falsch gedrückt. Gucken, vielleicht schaffe ich es ja diesmal endlich mal ohne Gegner. Liegt hier was auf dem Tisch? Nee. Finde ich es auf Anhieb? Wahrscheinlich auch nicht. Doch da. Ah. Okay, die Gegner waren scheiße. Haut ab. Blöden scheiß Schweinegegner. Und dann droppen die nicht mal viel. Erfahrung gibt es sowieso nicht. Naja, gut, ob wir 248 Credits haben oder nicht haben, ne? So, einer fehlt noch für Teil 2 Missionen. Tja, wo genau darf es? Vielleicht ist er diesmal in der Luft. Es müsste immer hier in der Nähe des Kreises sein. Also des inneren Kreises. So weit weg haben die es nicht gemacht. Das ist noch einigermaßen fair. Ja, mal gucken. Moment, habe ich da was gesehen? Nee.
Natürlich. Vielleicht die ganze Gruppe hier auf dem Marktplatz. Also hier im Beet ist nichts. Gucken, ob hier irgendwas ist. Moment, da ist wieder ein Mülleimer. Ich guck mal gleich in den Mülleimer rein, ob da was drin ist. Nein, diesmal nicht. Ah, da drüben liegt was. Den Mülleimer sei Dank. Hätte ich jetzt beim Mülleimer nicht nachgeguckt, hätte ich das andere auch nicht gesehen. So, einsammeln und beenden. Ich möchte die Folge auch beenden, denn ich möchte gleich ins Bett gehen. Schon ziemlich spät hier. So spät wollte ich gar nicht mehr aufnehmen. Oh Gott, 3 Uhr, scheiße. Weiß nicht, ob ich die Folge morgen hochladen kann. Ob ich das schaffe. Jetzt soll ich da hinten noch hin. So, und jetzt musste ich hier nochmal her. Hier ist ein grünes Missionsphasenteil. Einfach mal durchrennen. Ja, okay, durchreisen ist ein bisschen scheiße in der Storyphase. Muss ich die Gegner doch alle töten? Nein. Stirb. Hund. Ein Kriegshund. Ein Kobisho. Du musst dich jetzt irgendwie an Tamagotchi denken. Das wurde mir jedes Mal abgekratzt, das Tamagotchi, wenn ich das hatte. Wobei ich muss sagen, ich hatte Tamagotchi erst dann bekommen, als die Dinger schon wieder aus waren und irgendwie für 5 D-Mark war das, glaube ich, damals noch auf dem Flohmarkt zu haben. Ha. Die Eier an sich, die haben, glaube ich, immer so, weiß gar nicht, wie teuer war das? Ich glaube, bestimmt 30 D-Mark oder so. Und dann habe ich das dann natürlich auch gebraucht, auf dem Flohmarkt gekauft. Und da war dieser ganze Trend schon wieder vorbei. Die ganzen Trends habe ich sowieso mehr verpasst. Ich habe mir die Sachen erst dann ausgeführt, wenn es dann wieder schon altmodisch war. Komm, stirb. Schneller. Oben sind noch mehr. Und toll. Bisschen schneller heilen, wenn nicht schlecht. Treak. So, ohne Gegner. Oh, da kommen noch mehr Gegner. Fuck! Ich könnte mal stehen bleiben hier. Das sind eh alles nur schwache Gegner, aber trotzdem nerven die. So, letztes Beweisstück. Und ich hoffe. Okay, jetzt noch die Verstärkung rufen, aber dann ist wirklich Schluss. An denen einfach mal. Was? Soll ich die töten oder wie? Sieht ganz so aus, dass ich die töten soll. Aber ich muss ja sagen, die sind ziemlich stark. Ah, das sind noch Level 55er, sehe ich gerade. Die anderen Gegner, also das wird dann wahrscheinlich Level angepasst sein. Weil die anderen Gegner waren ja bloß 51er in dieser Gegend. Beziehungsweise 52er. Und ich frage mich schon die ganze Zeit, warum ich so lange brauche, die hier zu töten. Oh, mein Inventar ist schon wieder voll. Komm, Shriek. Schrott verkaufen. Ja, Trikirota. So, und jetzt muss ich hier irgendwas aktivieren. Nehmen wir mal das gesicherte Kommen. Nee, geht auch nicht. Was ist das denn hier? Ach, Signalfeuer. Oh. Signalfeuer habe ich da auch noch irgendwo im Inventar. Nee, die habe ich schon rausgenommen. Aber die könnte ich mir jederzeit wiederholen über die Sammlung. Weil ich habe diese digitale Erweiterung und da habe ich auch so eine Signalfeuerpistole, die ich nach oben schießen kann. So, Verstärkung geholt, das war's. Kann ich die Quest jetzt abgeben? Ich glaube es ja gar nicht. Ach ja, genau. Ich habe es wieder gesehen, das gesicherte Kommen zu aktivieren. Wie jedes Mal. Gute Arbeit. So, ja, die Quest hätten wir beendet. Eine Auszeit. Die Nachbesprechung zurück zur Station. Ah, jetzt kann ich Massenexodus endlich abgeben. Na super. Wurde ja auch mal Zeit. So nach gefühlten 2 Tagen dieser Mission. So, endlich. Abgabe. Oberbefehlshaber Jace Malcolm. Das war ein Werk.
beeindruckender Einsatz auf Marquette. Viele ehemalige Sklaven würden euch gerne die Hand schütteln. Und viele ehemalige Söldner wünschen sich, euch niemals begegnet zu sein. Wir haben nicht alle erwischt. Haben wir das Rätsel um Markep gelöst? Was ist mit dem Imperium? Es ist ein großer Planet. Ich bezweifle, dass wir alle Söldneraußenposten und Flüchtlingszonen gefunden haben. Stimmt. Deshalb werden meine Scouts die Suche nicht aufgeben, bis wir alle identifiziert haben. Jetzt die schlechten Nachrichten. Sensoren haben festgestellt, dass giftiges Gas aus Markeps Kern in die Atmosphäre entweicht. Wir haben berechnet, dass man die Luft des Planeten innerhalb von wenigen Wochen nicht mehr atmen können wird. Eine Neubesiedlung Markeps kommt nicht mehr in Frage. Aber es gibt dort unten noch jede Menge Arbeit. Hoffentlich bleibt ihr, um uns zu helfen. Ich freue mich darauf, wieder mit euch zu dienen. Oberbefehlshaber Malcolm. Ende. Ende klingt gut. Ich sage auch Peace out. Wow, jetzt haben wir hier Rüstung bekommen. 53er Sachen. Ich glaube, ich nehme mal was. Was nehme ich denn am besten? Schnelligkeitswert. Crit. Angriffskraft. Ja, nehme ich einfach mal. Im Prinzip ist egal. Crit oder Angriffskraft mit Schnelligkeitswert. Das werde ich dann einen Trick geben. Das werde ich aber offline machen. Und dann sage ich auch hier, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Euer Commander Peace. Peace out. Das war echt eine ekelhafte Folge. Ha, ich habe noch was übersehen. Ich dachte, ich gebe die Zeit gleich dort ab. Willkommen. Ja, hier kriege ich meine Marken. Alles klar. Ach, und jetzt kann ich mir hier so gleich was kaufen. Das ist ja nett. Ja, dann hole ich mir auf jeden Fall irgendwie ein tolles... Hochwertige Ausrüstung nach Militärstandards. Ausdauer, Angriffskraft. Was hat es noch? Absorption. Wird nicht im PvP-Bereich ausgelöst. Aha. Dann hole ich mir auch das hier mit Ausdauer und Angriffskraft. Beziehungsweise wenn es da eins gibt mit nur Angriffskraft, dann würde ich auch das nehmen. Aber ich glaube, ich muss leider das mit Ausdauer und Angriffskraft nehmen. Angriffe, die Schaden verursachen, haben eine Chance von 30%. 241 zusätzlichen Körper Machtschaden. Machtschaden ist nicht gut. Nein, ich brauche was anderes. Erhöht die Angriffskraft 30 Sekunden lang um, bla bla bla. Beim Benutzen. Also muss ich mir das auch quasi unten in die Leiste reinziehen. Ich glaube, da werde ich noch abwarten, welches mich mir genau rein. Da muss ich mal gucken. Gibt es da auch welche mit Ausrüsten? Heilen eines Verbündeten? Nein. Ich möchte irgendwas mit Ausrüsten, was Schaden macht. Ausrüsten, Angriffe machen, bla bla bla. Energietech-Schaden. Energietech, brauche ich das? Ich habe keinen Schimmer. Star Wars ist so kompliziert. Das andere, was ich habe, das ist so mit Absorption. Dann nehme ich aber das hier. Himmelblauen Nova. Oder gibt es noch ein weiteres? Das mit dem Ausrüsten ist natürlich auch nicht schlecht. Dass das Heilen erhöht wird. Ich will zwar kein Heiler sein, aber... Ich pack's einfach mal rein. Falls ich mal eine Notheilung zwischenhau, dann habe ich zumindest einen kleineren Bonus. So, erstmal ausrüsten und dann rein damit. Weil die Dinge, die ich drin hatte, die waren noch schlechter. Moment. Das Blaue muss raus. Das ist ja das erste automatisch austauscht. Jetzt habe ich ein paar bessere Dinger. Und jetzt sage ich bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Euer Commander Peace. Peace out.